Also dann 3, 2, 1, 0. Darfst ruhig anfangen. Ich darf anfangen, okay. Ja, ist doch Meins dein, hängt. also ist doch auf deinem Kanal. Ja, meins hängt sowieso nach meinem Bild. Also. Ja, naja, nee, wieso? Das wird ja alles Passt wieder, oder nicht? das wird ja alles so hingeschoben, dass das passt. Oh, so professionell bist du doch. Ja, natürlich, wir müssen doch gleichzeitig anfangen. Ist ja eine krasse Sache. Ja, das machen wir ja eigentlich, ne? Wir machen hier ein Race. Schaut so aus. Ja. Spiel namens Mega Man X3. Ja. Spiel war ja deine Idee. Ja. Wie bist du gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil wir hatten ein Race mit Mega Man 3 und da dachte ich mir, ja, X3 hört sich auch toll an, machen wir auch noch. Außerdem, ich habe ja verloren, ich muss ja Revanche fordern, ich muss nicht, aber. Also ich muss sagen, ich habe, bevor ich so viel für dieses Race geübt habe, habe ich dieses Spiel eigentlich ziemlich gehasst, aber mittlerweile Ja, muss ich es. sagen, ist gar nicht so schlecht das Spiel eigentlich. Ja, ich habe es auch schon an die, ich will es gar nicht wie viel sagen, mal. Ich habe es auch zu oft gespielt. Ja. Du kannst wahrscheinlich im näheren Nachhinein jetzt gar nicht mehr sehen. Ich denke auch, das wird bei mir auch so sein. So, hier haben wir übrigens noch das Intro auf beiden Seiten. Das habe ich Gesundheit. mir nie angeguckt. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ja, ich auch. Ich habe es immer geskippt. Guck Nein. mal, der Boss, der erste Boss. Und die. Stimmt. Der, Geil. den kenne ich gar nicht. Der geht bei mir immer so schnell. Der hat doch so viel KP. Na, hat er ja, Das ist wie so jeder groß. andere, aber der geht halt schnell down. Der ist doch so groß, der muss auch so stark sein. Ja, er macht so viel Zieh doch. Schaden. Also ich bin immer bei denen gestorben. Game over. Ja. Passiert mir auch immer. Wie lange geht das Intro eigentlich noch? Keine Ahnung, aber ich meine, wir könnten ja auch. Oh, die bewegen Boah, sich gar nicht. die sehen ja geil aus. Ja, die sehen irgendwie geil aus. Da Ja, muss ich dir recht geben. ja. Aber mega sieht da aus, dass es einfach nur steht. Mit Wind. Ach, habe ich schon gesagt, dass unsere Taktiken hier grundverschieden sind in dem Nee, ich glaube nicht, Race? aber wir Sind müssen sie es leider aber. schon. Sind sie ganz doll. Wollen wir den Rest nicht skippen? Also, ja, eigentlich schon, Also, oder? 3, 2, 1, skippen. So, und jetzt legt jeder mal seine Steuerung? Einstellung, Steuerungseinstellung fest. Ist Warte. eigentlich. Okay, ich dachte gerade nur was, aber. Selbst das ist grundverschieden. Du legst deine Dash-Taste auf R, ich meine auf Oh L. mein Gott! Bin Ja, ich auf Mono? Nein, mach ich So, nicht. bleiben wir doch erstmal in dem Optionsmenü, damit wir noch ein bisschen quatschen können Manchmal drüber. würde sich das Screen immer automatisch weggeht. Oder wollen wir anfangen und dann mittendrin einfach mal über diese ganzen Sachen, die noch anstehen, reden? Besser ist. Erstmal über die Taktiken, ja. Da würde ich sagen, drücken wir gleich auf Zähl runter, dann gehen wir auf ein Menü raus und dann zählst du doch mal direkt gleich runter und dann fangen wir das Spiel an, weil das ja Ja, der Titelscreen ja der gleich Titelscreen, ist. der dauert nicht lange, das stimmt. Also 3, 2, 1, Exit und 3, 2, 1, Game Start. Okay, es geht los, oh mein Gott. Oh, ich bin so aufgeregt! Wer wird wohl gewinnen? Aber wir haben ja sowieso noch ein kleines Intro hier. Genau, was wollte ich denn eigentlich noch sagen? Ach so, ja, im Vorfeld haben wir noch ein bisschen so taktisch gespielt, haben nicht dem anderen verraten, was unsere Bestzeiten sind, haben aber natürlich versucht, immer vom anderen ein bisschen was rauszubekommen. Aber es hat nicht wirklich geklappt, würde ich mal behaupten. Nein, nein, aber gab ein paar schöne Situationen, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Also wir wollten uns auf jeden Fall gegenseitig verarschen, das war klar. Ja, das stimmt. Also da kann ich mich noch an diese eine tolle Stelle erinnern hier. Wie lange Los brauchst du denn? geht's. Yes, Jo. so. Wie lange brauchst du denn? Oder nee, du brauchst ja mindestens 4 Stunden. Ach, dann sag ich so, ja, eigentlich brauche ich ja nur noch 3,5 und ich schaff's unter 3 und dann sag ich so, ja, ich schaff's unter 2,5, du so, ich schaff's unter 2 Stunden und nee, warte mal, ich hab gesagt, ich schaff's unter 2 Stunden, du dann unter 1,9 und ich dann wieder gesagt hier, ach du Scheiße. Vom Monat ist aber auch echt schon eine Zeit. Ja, 1,9, das ist schon. Also meine Taktik kann ich einfach mal erklären, ist einfach nur vom aktuellen Speedrun abgeguckt und ich habe mir einfach ein paar Items mehr geholt, aber sonst mache ich eigentlich komplett alles, was der im Speedrun macht. Natürlich ein Und bisschen langsamer, also in meinem Niveau. ja, Aber ansonsten natürlich. habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht, sondern einfach nur alles nachgemacht. Ja. Aber ich will auch schnell sein, also reicht mir das. Also, ich hab's ehrlich gesagt so, ich hab meinen eigenen Speedrun erstellt, denn die herkömmlichen Speedruns sind für mich gar nicht geeignet.
weil diese alle zeigen, wie es mit Zeros Buster geht. Saber. Ich sag Buster, na toll. Nee, mit dem Saber und ich mach's ja ohne tatsächlich. Ich mach's so auf die herkömmliche Art. Ich weiß nicht warum, er wird mir wahrscheinlich noch zum Verhängnis werden, aber sehen wir mal. Man muss dazu sagen, Z-Saber ist sozusagen die stärkste Waffe im Spiel und kann jeden Boss in 2 Schlägen weghauen. Aber man kriegt ihn eben erst in der Doppler Stage 2, das heißt so ziemlich gegen Spielende. Genau, das ist die drittletzte Stage. Ja. Aber ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, die lohnt sich zu holen. Ja, das stimmt, das denke ich auch. Aber ich versuch's mal ohne, denn ich habe gemerkt, es ist gar nicht mal so eine schlechte Zeit, wenn ich den nicht habe. Wollen wir uns eigentlich jetzt nebenbei so sagen, wo wir sind? Wir können gerne nebenbei sagen, wo wir sind. Wir können ja mal sagen, wenn wir eine Stage Stand haben oder so. Ja, können wir machen. Wir könnten natürlich auch wieder taktieren. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hätte es eigentlich gern lieber so. Weil dann wird es noch spannend bleiben bis zum Ende. Da muss ich auf jeden Fall deins nochmal angucken. Obwohl, das mache ich wahrscheinlich sowieso. Ja, eben. Das ist ja das Schöne. Vor allem, wenn man es dann vor sich hat und sieht, wo man überall verarscht wurde, vielleicht auch. Ja. Also, ja, das habe ich auch gar nicht gesagt. Wir sehen gegenseitig unser Gespiele hier nicht. Ja. Sondern wir reden einfach nur miteinander und ihr seht beides. Richtig. Also, ich habe auch extra seins, weil ich ja der Aufnahmetypi bin, abgedeckt, um eben mir nichts spoilern zu können von ihm oder was auch immer. Also wir haben tatsächlich, also er kann meins ja sowieso nicht sehen, weil er einfach, ich ihm das nicht streame. Und er streamt halt und damit ich es aufnehmen kann. Und Weißt du, was ich gerade nebenbei sehe? Was? In meinem Streaming-Programm sehe ich gerade, dass ich 2 Zuschauer habe. Also einer davon bist du. Naja, stimmt. Ich sag dir, wer das ist. Das ist mein Coach. Oh. Ja, das ist der berühmte Coach, von dem ich dir erzählt habe. Der gibt mir jetzt aber wahrscheinlich zu und sagt dir meine ganzen Tipps. Nein, der kann mir nichts sagen. Also ich kann mich ja auch jetzt mit ihm nicht unterhalten, aber ich habe ihm das mal geschickt, damit er zusehen kann und damit er vielleicht weiß ungefähr, wie gut du bist, weil dann kann er sich ungefähr ausrechnen, welche Chancen ich habe. Denn ich... Was? Aber dann nachdem, wenn wir komplett fertig sind, dann müssen wir unbedingt den Asap einfach ins Gespräch einladen. Das wäre gut. Ja, das wäre schön. Auf jeden Fall, dieser Typ, der hat bei mir ja auch Wunder gewirkt. Also, der hat mir teilweise Tipps gegeben, von denen hätte ich gar nicht gewusst. Der hat mir Sachen erzählt hier, der hat mir bei meiner Boss-Reihenfolge mitgeholfen, also wenn ich gewinnen sollte, wäre es nicht nur mein Verdienst. Aber ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Ja, eben. Sag mir nur eins, kenne ich den? Ich weiß gar nicht mal, ob du ihn kennst, aber du könntest ihn kennen. Also normalerweise, wenn du ein bisschen guckst, wer mit mir im Zusammenhang steht, müsstest du ihn eigentlich so kennen. Hey. Und er ist halt ein ziemlich großer Mega Man-Fan und deswegen kennt er sich auch aus. Was? Wie läuft's bei dir so? Oh, super. Also bei mir läuft's auch recht gut, muss ich sagen. Ja, ich bin bisher erst einmal gestorben. Das kann ich ja sagen. Ich bin gerade 7,6 Sekunden schneller als meine Bestzeit. Oh, das ist schön, das ist sehr schön. Das finde ich zwar scheiße, aber das ist voll schön, weißt du? Muss ich ja echt sagen, also du bist da ja, wow. Also da habe ich richtig Respekt vor dir. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Siehst du gerade ein bisschen ins Lächerliche, habe ich das Gefühl. Was? Aber gut, nein, ich glaube eigentlich, dass ich ganz gut dabei bin gerade. Ja, also und ich hoffe mal, du bist nicht gut dabei. Denn ehrlich gesagt, ich glaube ja so langsam, meine Taktik fruchtet nur, wenn du Fehler machst. Dadurch, dass ich ja am Ende viel Zeit verlieren werde. Deswegen muss ich eigentlich auf Game Overs von dir hoffen. Wenn wenigstens. Was ich verhindern muss. Was? Dann weiß ich ja, was ich verhindern muss. Du musst es verhindern, natürlich. Und ich erstmal. Ich muss ja theoretisch perfekt durchkommen und du musst dabei noch ein paar Mal das Leben lassen. Dann wär's für mich perfekt. Aber da kann ich mich nicht drauf verlassen und so und deswegen. Ja.
Also ich versuche ja auch mein Bestes, aber nicht. Ja, natürlich, natürlich. Wir versuchen das ja alle. Also es ist ja so, wir sollten ja irgendwo... Ja, wir sollten das Ziel haben zu gewinnen irgendwo. Macht ja sonst keinen Sinn. Also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt schon mittlerweile andere Taktik gehen, obwohl ich es eigentlich nicht glaube. Was? Dass wir mittlerweile jetzt andere Taktik gehen. Wer geht andere Taktik? Wir beide. Wir andere Boss-Reihenfolge gemacht. Ich würde sagen, vielleicht. Du weißt zwar wahrscheinlich etwa, welche Reihenfolge ich... Du weißt wahrscheinlich, wenn du in den Speedrun guckst, dass welche Reihenfolge ich mache. Da haben wir vergessen, die Waffe zu wechseln. Mein erster großer Fehler, meine Freunde. Oh nein, du hast vergessen, die Waffe zu wechseln. Yeah! Entschuldigung. Das hat mir so viel Zeit gekostet. Oh mein Gott. Ich mach grad einen Moonslide. Ich mach gleich einen Moonslide. Guck meinen Moonslide an. Das musst du mir mal zeigen. Ein Moonslide heißt einfach nur rückwärts durch eine Boss-Tür. So, ja. Das sieht einfach geil aus, ja. Der Moonslide, ey. Wahnsinn. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir sind an der exakt gleichen Stelle. Ich weiß es noch nicht. Oh Gott, nein! Nein! Sag mir das nicht! Nein! Das muss nicht sein. Doch, sind wir. Sind wir, vielleicht. Ich muss sagen, ich habe gerade ziemlich viel KP verloren. Ich aber nicht, ich nicht. Jetzt kannst du vielleicht auch sagen, dass ich einstelle. Na. Also, ehrlich gesagt, falls wir am Anfang so ungefähr so aussehen, als hätten wir dieselbe Taktik, dann... Wahrscheinlich ist es nicht so. Ist es nicht so. Hä? Wahrscheinlich sind wir trotzdem gerade an komplett anderen Stellen. Ja, das kann schon sein. Wissen wir eben nicht. Ja, eben. Wir tun nur so und wir verarschen uns gegenseitig. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin ja jetzt eigentlich in der Volt Catfish Stage. Doppler Stage. Ich hab ein Passwort verwendet. Nein. Nein, dürfen wir nicht. Ist gut, nicht. Dass wir das abgemacht haben. Ja, das hatten wir noch außerhalb abgemacht, weil eine meiner Regeln könnte man vielleicht falsch auslegen. Deswegen habe ich extra gesagt, keine Passwörter. Was passiert eigentlich, wenn du in der Doppler Stage 2 dein Zero verlierst? Was machst du dann? Dann musst du ein Game Over kriegen. Aber ich habe eine gute Taktik eigentlich. Ich habe den, ehrlich gesagt, noch nie verloren. Warte mal, kannst du überhaupt mit Game Over, kannst du dein Zero überhaupt noch holen? Geht das? Ich glaube ja. Sag mir das nicht. Muss gar nicht sein. Das kann auch sein, dass er für immer wegbleibt. Wenn dem so wäre, könntest du dir ein Passwort erstellen mit allem, was du hast und es dann nochmal probieren. Wobei das natürlich sehr viel Zeit kosten würde und ich dann wahrscheinlich schon durch alles durch wäre. Also, dann würde ich es dir erlauben. Kann ich persönlich das Spiel nicht durchspielen. Ja, du könntest nämlich, ja stimmt, ohne Zero, ohne den Saber würdest du es wahrscheinlich, ja. Da müsste ich fair sein. Oder du könntest es mal versuchen. Du kannst ja mal probieren. So schwer ist nicht mal gar nichts. Ich hab's ehrlich gesagt Zero noch nie verloren. Oh, schade. Das wäre schön gewesen, wenn ich das mal gesehen hätte. Oder aber wenn... Vielleicht kommt's ja. Vielleicht kommt ja der Tag. Ich habe jetzt keine Taktik damit, aber wenn du mich gerade schon...